Man könnte mir sagen, warum? Kommen Sie jetzt schon wieder mit der Liebe, Nächstenliebe? Weil ich an der Nächsten, erstens einmal, an der Nächstenliebe kann ich messen, wie du Gott liebst. Ihr habt gehört, was Apostel Johannes gesagt hat. Wenn jemand sagt, er liebt Gott und den Nächsten nicht, ist er ein Lügner. Ich sage es, ich rede auch sehr gern über das Hauptgebot, wenn auch mit Sorgen, weil es das Hauptgebot der Christen ist. Das Hauptgebot, das lautet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieb haben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte, mit all deinen Kräften. Und Gott sagt, das ist das erste Gebot. Aber Achtung, das zweite ist diesem gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Eine Zwischenbemerkung. Nie darfst du dich geringschätzen. Ja, ich bin ja nicht wertvoll oder irgend sowas. Das habe ich in jungen Jahren auch gehabt, dass ich mich so gesagt habe, wer bin ich schon und das, über mich Verspässe gemacht habe, wo Gott nicht akzeptierte. Ich habe dich geliebt von Anfang an. Ich habe dich schon gekannt, als du noch nicht warst, und habe dich geliebt. Und mein Hauch, die Seele ist in dir, dann lieb wenigstens dies an dir. Das ist nur eine Zwischenbemerkung. Und diese Liebe, leider, ich höre immer wieder, dass man spricht von der Nächstenliebe. Die zwei sind zusammen. Ich höre oft, dass man das so wichtig nimmt, die Nächstenliebe. Ja, man sieht sogar vom Vatikan her, wir haben viel geredet jetzt mit den armen Menschen, all das. Ihr wisst, was ich immer wieder sage, der wahre Priester, sei er Bischof oder Priester oder noch höher, entpuppt sich deine Gottesliebe. Deine Gottesliebe entpuppt sich, wenn er nach der Wandlung den Heiland in die Hand nimmt oder wenn er nachher ihn bricht, dann sieht man. Tut sich ein Priester zeigen, ob er tatsächlich diese Gottesliebe hat. Ihr wisst, was ich am Anfang gesagt habe, als ich die Monstranz mit dem Segen und dann raustrugen, habe ich ja gesagt, schaut, jetzt Gott, der Heiland in der Hostie, der hat Millionen, Millionen von Milliarden Kilo. Nimmt alle Planeten zusammen und wiegt sie. Das ist nicht mal ein Staubkorn gegen das die Größe, Gewicht von Gott. Und schaut, wie gütig ist er, sagt die Höhe. Ich kann ihn tragen in der Monstranz. Da muss man ihn einfach lieb haben.